Wie am ersten Morgen, als du mich erschufst, wach ich auf und lebe, wenn du nach mir rufst. Wach ich auf und lebe, wenn du nach mir rufst. In mir Hoffnung und Vertrauen, und ich bin wie neu geboren, seit du zu mir sprichst. Wie am ersten Morgen, als du mich erschufst, wach ich auf und wird durch dich zur Freude. Jeder neue Morgen lädt mich ein zu deinem Lohn. Wie am ersten Morgen, als du mich erschufst, wach ich auf und lebe, wenn du nach mir rufst. Wach ich auf und lebe, wenn du nach mir rufst. Was ich bin, verdank ich dir. Du bist selbst mein Leben. Mehr kannst du mir gar nicht geben, als bei mir zu sein. In Wahrheit sind wir erfüllt von Sorge. Dabei hat Jesus bei seiner ersten großen Predigt gleich als zentrales Thema gehabt: Sorget euch nicht um euer Leben, eure Kleidung und eure Nahrung. Damit meint er nicht, dass nicht Fürsorge, Vorsorge notwendig wäre, Planen notwendig wäre. Wenn Studierende vor der Prüfung zu mir kommen und mir sagen, ich muss mich ja nicht vorbereiten, ich bin ja gläubig, dann runzel ich die Stirn und sage, das ist ein Missbrauch der Bergpredigt, das ist nicht gemeint. Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kinderversorgen, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht sorgen. Nein, es geht um das Sorgen, das Grübeln, das sich grämen, das sich aufreiben. In der Tat ist es so, dass alles Zentrale in unserem Leben wir gar nicht zu unserer Verfügung haben. Und das fällt uns so schwer zu vertrauen, obwohl wir nicht klammern können, obwohl wir nicht halten können. Wir haben uns nicht selbst gezeugt, wir haben uns nicht selbst geboren. Dass wir heute Morgen aufwachten, war ein Geschenk.
Und so sagt Jesus ironisch, wer kann von euch denn auch nur die Länge einer Elle seinem Leben hinzufügen? Aber wir verstehen uns von unserem Haben und von unserem Verhalten her. Und das zermürbt uns und treibt uns auf. Wir müssen es lernen, loszulassen. Denn das, was trägt, ist nicht das, was wir haben und klammern. Das, was trägt, sind Beziehungen. Das, was wir sind, sind wir durch Beziehungen. Und das, was wir werden wollen, das lernen wir in Begegnungen. Und so lädt Jesus dazu ein, zuallererst im Leben nach den wesentlichen Beziehungen zu streben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Liebe, nach seinem Frieden. Und dann werden wir sehen, wie aus den Beziehungen heraus wir uns neu entfalten. Diese Geborgenheit, die Jesus hier ausstrahlt, kommt uns als Erwachsenen so naiv vor. Aber Jesus sagt es als einer, der aus Liebe gekommen ist und seinen Weg in Liebe geht. Und er weiß, dass er am Ende seines Lebens für diese Liebe sein Leben einsetzen wird. In Gethsemane macht er sich Sorgen und ringt mit seinem himmlischen Vater. Am Kreuz verzweifelt er. Und dennoch ruft er nach seinem Gott. Die Bibel lädt uns ein, als Erwachsene, zu einer neuen Ursprünglichkeit, zu einem neuen Vertrauen, trotz allem. Nach Kinderglaube und Krise. Und so sollen all die Lieder, die auf biblische Texte zurückgehen, uns abholen in Furcht, Klammern und Sorgen und uns einladen zu einer neuen Ursprünglichkeit. Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn. Er versorgt euch gern.
Selig sind die, die zurückfinden zu der Heiterkeit der Hoffenden, die das Schönste noch vor sich wissen. Aber um zu hoffen, brauchen wir Vertrauen. Und wenn wir vertrauen, dürfen wir keine Angst haben. Angst kommt von Enge. Und Enge wird überwunden durch Liebe, Zuwendung und Vertrauen. Für all die unter uns, die als Kinder schon gewollt waren, die Eltern hatten, die sie wertschätzten und förderten, die in der Jugendarbeit, der Schule oder wo immer Menschen fanden, die sie anschauten und haben ihnen Hoffnung gegeben durch Zuspruch und Zutrauen, fällt es so viel leichter, im Leben Schwierigkeiten zu überwinden, aus der Angst und der Enge heraus in die Weite zu finden. Aber wie schwer ist das für uns, wenn schon unser Ursprung nicht erfüllt war von Harmonie, Geborgenheit und Liebe? Wenn der Weg unseres Lebens uns die Hoffnung, die kindliche Freude und Heiterkeit zerschlug? Tief beeindruckt bin ich im Alten Testament von dem Buch Jesaja, wo in 39 Kapiteln ein Volk beschrieben wird, das sich selbst sein Leben verbaute, das die Heimat riskierte und verlor, die tragenden Beziehungen selbst zerstörte, am Ende war, im Exil fern der Heimat. Und dann plötzlich mit Kapitel 40 dieser Neuanfang, dieser neue Morgen, tröstet, tröstet mein Volk. Nur die Liebe kann uns mitten im Leben einen neuen Anfang schenken. Versöhnung, Erlösung und Neubeginn. Und wie ein roter Faden zieht es sich durch: Fürchte dich nicht. Und wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann ist das nicht der hilflose Trost eines Menschen, sondern der Zuspruch seiner Gegenwart. Ich habe dich erlöst. Ich liebe dich. Wie können wir das auf uns beziehen? Wir sind doch nicht Juden. Wir leben nicht zu Zeiten des Buches Jesaja. Das ist das Besondere an dem christlichen Evangelium. Dass hier eine Aussage, die so einmalig klingt, plötzlich universal sein soll, allen Menschen gelten soll. Ihr alle seid Geschöpfe, ihr alle seid von Gott geliebt, jede und jeder Einzelne, ungeachtet unserer Herkunft, Voraussetzung und Qualität, vollkommen geliebt. Plötzlich wird es jedem Menschen in der guten Nachricht im Evangelium zugesagt: Du bist gewollt. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Und man kann dieses "Fürchte dich nicht" nicht oft genug hören. Grundlegend, wenn Gott einen das erste Mal hörbar anspricht, und immer wieder im Lauf unseres Lebens: Fürchte dich nicht mehr, ich will dich trösten. Fürchte dich nicht mehr, ich bin doch hier. Ich will dir helfen, werde dich stärken, halte dich bei der Hand, nahe bei mir. Du bist mir so wertvoll, so kostbar für mich. Für dich gebe ich alles, denn ich liebe dich. Fürchte dich nicht mehr, ich will dich trösten. Fürchte dich nicht mehr, ich bin doch hier. Ich will dir helfen, werde dich stärken, halte dich bei der Hand, nah bei mir. Nicht mehr an früher und sorge dich nicht, ich schaffe.
Neues, ich bringe dir Licht. Fürchte dich nicht mehr, ich will dich trösten. Fürchte dich nicht mehr, ich bin doch hier. Ich will dir helfen, werde dich stärken. Halte dich bei der Hand, nah bei mir. Steig auf wie ein Adler, verlass dich auf mich. Ich gebe dir Stärke, lass dich nicht im Stich. Bei dir sein, beschützt dich vor Feuer, du bist nicht allein. Fürchte dich nicht mehr, ich will dich trösten. Fürchte dich nicht mehr, ich bin doch hier. Ich will dir helfen, werde dich stärken, halte dich bei der Hand, nah bei mir. Du bist mir so wertvoll, so kostbar für mich. Für dich gebe ich alles, denn ich liebe dich. Du bist mir so wertvoll, so kostbar für mich. Für dich gebe ich alles, denn ich liebe dich. Du bist mir so wertvoll, so kostbar für mich. Für dich gebe ich alles, denn ich liebe dich. Fürchte dich nicht mehr, ich will dich trösten. Halte dich bei der Hand, nah bei Ja, wir leben endlich, wir leben gefährdet, wir leben ausgesetzt und ohne Sicherheiten. Aber ist es nicht faszinierend, dass die Liebe es schafft, uns Gewissheit und Geborgenheit zu vermitteln? Diese Liebe, von der wir eben sagten, dass Gott sie uns zuspricht, schon im Volk Israel durch die Propheten, uns allen durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber wir haben nicht Gott selbst gehört wie Jesaja. Wir kommen nicht aus dem Himmel wie Jesus Christus. Woher sollen wir es wissen, auf uns beziehen können? Es ist faszinierend, schon im Alten Testament und eine Grundform des Neuen Testaments, dass wir uns gegenseitig als von Gott Geliebte zusprechen sollen, dass wir gewollt und geliebt sind. Der Segen, den wir uns gegenseitig zusprechen, im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, ist nicht einfach nur ein wohlgemeinter Wunsch. Er ist wirksames Wort. Gott ist vollkommen, aber für viele unsichtbar. Wir sind sichtbar, aber zugegebenermaßen alle unvollkommen. Es gefällt Gott, seine Liebe und seinen Segen als der Vollkommene, aber Unsichtbare durch uns für andere erfahrbar zu machen.
Und so finden wir in der Bibel eine Fülle von Segenssprüchen. Im Neuen Testament noch einmal reicher durch den Umfang, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ist uns eigentlich aufgefallen, welcher Reichtum darin liegt? Gott, der Vater, ist voller voraussetzungsloser Gnade und Liebe. Und sein Sohn, er ist in Gnade und Liebe uns zugewandt, voraussetzungslos und bedingungslos. Und dann ist da noch der Heilige Geist. Ja, jetzt kommen wir in Verlegenheit. Einige wissen es ganz genau, was der Heilige Geist ist, und umso weniger wissen es die anderen. Nun, man kann es sehr schön biblisch auf den Begriff bringen. Der Heilige Geist ist die Gestalt der wirksamen Gegenwart Gottes in uns. Und so können wir sagen, in Gott sind wir geborgen. Christus ist in uns der, der uns birgt. Und im Heiligen Geist ist Gott bei uns und durch uns wirksam. Wer geliebt ist und das weiß, der fühlt sich geschützt. Wie es Psalm 91 sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Gott sei dir Schirm und Schild. Ooh.
Kennen Sie das? Sie machen sich Sorgen und wissen genau, dadurch wird es nicht besser. Sie schlafen nachts nicht ein und wissen, dadurch werde ich den morgigen Tag auch nicht souveräner gestalten. Sie wissen, eigentlich sollte ich ruhig werden, still werden, vernünftig sein und loslassen. Gelassen wollen wir sein. Gelassenheit ist die Kunst, schon heute den Abstand zu gewinnen, den sonst immer erst die Zeit schafft. In der Retrospektive lächeln wir über uns selber und sagen, da hättest du dich doch nicht so aufregen müssen, so viel Energie vergeuden. Nun ist das bei mir oft nur mit Kleinigkeiten verbunden. Im Alten Testament kommt diese Aufforderung zum Ruhigwerden, zum in Gott gelassen sein in ernsteren Situationen. Zum Beispiel 2. Mose 14. Das Volk Israel war gerade aus Ägypten hinausgegangen und sie wollten aufbrechen in ein verheißenes Land. Und dann standen sie vor dem Meer. Hinter ihnen die Feinde, die sie vernichten wollten, vor ihnen das Meer, das sie ertränken wollte. Da kann man Stress bekommen. Da kann man unruhig werden. Und Gott spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Steht fest. Er sah ihre klappernden Knie. Und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und so haben wir von einem späteren König, dem König David, der ein Krieger war und von Problemen erschlagen wurde, einen Vertrauenspsalm, der uns tief anrührt. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines, ein gestilltes Kind, so ist meine Seele in mir. Psalm 131. David war die Verkörperung eines männlichen Mannes, noch ohne Vorurteile und Einschränkungen. Er war stark, er war schön, er war mächtig, dann hat er auch noch Harfe gespielt und hat die ganze weibliche Bevölkerung einmal umhaft mit seinen Gaben. Er war der attraktive Mann, aber in seiner Beziehung, die ihn trug, in der Gottesbeziehung, konnte er selbst sein. Er konnte schwach sein. Was für ein Bild, ein gerade gestilltes Kind. Das ist eine neue Ursprünglichkeit. Ja, aber bedeutet das nicht so der Einwand, der dann gleich besorgten Frommen kommt, dass es zur Passivität verleitet, wenn einer nur still ist und nichts tut? Ja, das ist ja das Faszinierende. Wir sind so hektisch, dass wir nichts Konstruktives tun. Und wenn es darum geht, das Richtige zu tun, sind wir schon ganz erschöpft. Wer aber gelassen ist und konzentriert und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Handlung, bei der richtigen Person das Richtige tut, der kommt aus der Stille in die Anspannung, in die Konzentration und handelt. Das Volk Israel hatte Probleme zu lösen, wie wir alle, größere als wir alle. Und siehe da, vor ihnen der Tod, hinter ihnen der Tod, vor ihnen ein unlösbares Problem, hinter ihnen ein unlösbares Problem. Und durch Gottes seltsame Fügung hat das Problem, das vor ihnen lag, das Problem, das hinter ihnen lag, von selbst gelöst. Gottes Wege führen durch das Meer, auch für uns. Deshalb die Einladung. Wollen wir nicht still werden vor unserem Gott? Vor dir werde ich still, weil ich auf dich warten will. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter ruhig wird, bin ich still. Deine Liebe ist mein Leben, deine Treue ist mein Trost. Bleib bei mir, halte mich bei dir.
halten will, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter ruhig wird, bin ich still. Deine Liebe ist mein Leben, deine Treue ist mein Trost. Bleib bei mir, halte mich bei dir. Rest in me and be still. Wait for me because I will be exalted in the earth, and all my words I shall fulfill. The Almighty will be with you. Your salvation comes from me. Do not fear and stand firm and see. An, es gelingt uns ein wenig, die Sorgen kleiner zu sehen, aus der Beziehung heraus den Ärger einzuordnen, wegzuschauen von den Menschen, die uns böse wollen, hin zu den Personen, die es gut zu uns meinen. Nehmen wir an, es gelingt uns, Stille zu gewinnen.
Was aber kommt nach der Stille? Richtig, das Gotteslob. Aus der Stille heraus kommt das Gotteslob. Wie kommt das? Nun, wir haben verschiedene Arten, in unserem Alltag mit Problemen umzugehen, neue Kraft zu gewinnen, Ausgleich zu haben. Wir beide, wir wandern gerne und wir joggen gerne. Und ich habe das bei mir beobachtet, wie das beim Joggen ist. Ich komme aus dem Alltag heraus und trampel hinein in die Natur. Und all die Albträume, all die Menschen, die mich die letzten Tage aufgeregt haben, die fallen mir ein, das dauert mindestens 20 Minuten. Da strampel ich mir den ganzen Ärger vom Leib. Erst nach 20 Minuten, wenn es schnell geht, gucke ich mich mal um und stelle fest, ich laufe ja nicht nur irgendwo durch, sondern ich bin mitten in der Schöpfung, ich bin mitten in der Natur. Und dann höre ich Vögel zwitschern, bei uns im Schönbuch, bei Tübingen kann man sogar noch Hirsche laufen sehen und Rehe. Und ich merke plötzlich, dass ich Glied bin von etwas, dass nicht ich bin und der Rest ist nur Umgebung, sondern dass ich selbst Teil der Schöpfung bin. Und dann entsteht eine Korrespondenz zwischen dem Geschöpf und der Schöpfung insgesamt. Bin ich noch schlecht drauf, dann gucken mich die Trauerweiden ganz mitleidig an. Fange ich aber an, die Sonne zu sehen, dann grinst sie mich nicht an, sondern dann lächelt sie mich an. Und ich fange an zu korrespondieren. Und wenn ich weiterlaufe nach 40 Minuten, dann habe ich all die Klage, dann habe ich all den Ärger bei meinem Gott ausgeschimpft wie die Klagepsalmisten. Und dann komme ich auf die Idee zu fragen, wer mein Gegenüber ist und wer denn eigentlich dieser Gott ist, mit dem ich die ganze Zeit mein Leid teile. Das Faszinierende ist nun, dass das Verhältnis von Schöpfung und Geschöpf changiert. Es ist eine Wechselbeziehung. In dem Augenblick, wo du auflebst, siehst du die Schönheit der Schöpfung. Du siehst die Schönheit der Schöpfung und lebst selbst auf. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 2. Die Schöpfung spricht von unserem Schöpfer. Sie verkündigt es. Und dann heißt es Jesaja 55, 12 für die zukünftige Freude der Erlösten, denn ihr sollt in Freude ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch herfrohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Habt ihr jemals beim Sturm daran gedacht, dass in Wahrheit die Bäume nur begeistert in die Hände klatschen, ob jung oder alt? Wir müssen wieder neu auf die Schöpfung achten. Wie oft sind wir schon im Urlaub in die Berge gegangen und so groß waren unsere Probleme. Wir schauten auf die Probleme und sie waren groß. Und dann stellten wir uns vor die Berge, zu denen wir hochgingen. Wir haben Freunde aus Österreich da, da frühstückten wir. Und dann sagten sie anschließend, jetzt machen wir einen Spaziergang. Dann machten wir einen Spaziergang und dann fragten wir irgendwo mal mitten auf dem Berg, was ist denn für euch ein Spaziergang? Ja, bis zu 1500 Höhenmeter ist ein Spaziergang. Und dann redet man von einer kleinen Wanderung. Und dann hast du diesen Spaziergang nach österreichischen Maßstäben, also mit 1500 Höhenmeter bewältigt, guckst auf das Tal, die kleinen Menschen, und deine Probleme kommen dir so klein vor. Die Schöpfung spricht von Gottes Größe. Und wir sind Teil dieser Schöpfung. Und als Mitgeschöpfe stimmen wir ein in das Gotteslob. Die Sterne und der Mond und die Sonne haben kein Selbstverständnis, als das Gott zu verherrlichen. Und wie oft ging es mir so, dass ich in den Wald hineintrampelte mit krummen Buckel und schweren Schritten. Und ich kam wie ein Indianer, leichte Feder, wieder raus mit dem Gotteslob, pfiff mit den Vögeln und der ganze Alltag war ein anderer, obwohl ich doch derselbe war. Aber ich habe mich von der Schöpfung an den Schöpfer erinnern lassen. Lobt den Herrn und preist seinen Namen, singt und tanzt mit mir bis zum Amen.
freut euch staunend an seiner Größe. Wo ist ein Gott wie du? Das müssen wir hören. Lob den Herrn und preist seinen Namen, singt und tanzt mit mir bis zum Abend. Freut euch staunend an seiner Größe, wo ist ein Gott wie du? Lob den Herrn und preist seinen Namen, singt und tanzt mit mir bis zum Abend. Freut euch staunend an seiner Größe, wo ist ein Gott wie du? Morgens geht die Sonne auf und vertreibt das Dunkel der Nacht. Strahlend sagt sie mir in ihrem Lauf, ich bin nur zum Loben gemacht. Lob den Herrn und preist seinen Namen, singt und tanzt mit mir bis zum Amen. Freut euch staunend an seiner Größe, wo ist ein Gott wie du? Lob ich nachts, dann lächelt selbst der Mond. Alle Sterne blinzeln mir zu. Mit mir bis zum Amen. Freut euch staunend an seiner Größe. Wo ist ein Gott wie du? Sollt ich müde oder traurig sein, weckt und mahnt mich deine Natur. Zwitschern Vögel mir ins Ohr hinein, sing mit mir bis zum Amen. Freut euch staunend an seiner Größe, wo ist ein Gott wie du? Lobt den Herrn und preist seinen Namen, singt und tanzt mit mir bis zum Amen. Freut euch staunend an seiner Größe, wo ist ein Gott wie du? Lobt den Ist der Glaube also dazu da, dass wir besser und leichter leben und uns selbst finden? Nun, das ist ein Abfallprodukt des Glaubens, dass wir besser leben, glücklicher sind und unser Leben besser gelingt. Aber eigentlich sind wir nicht geschaffen, um für uns selbst zu leben. Ja, wir haben sogar in der positiven Psychologie herausgefunden, dass das Befriedigen von Bedürfnissen alleine einen Menschen gar nicht glücklich machen würde.
Das Schlaraffenland ist eine Vision, die wir haben, wenn wir überarbeitet sind. Einfach nur hinzuliegen, zu faulenzen, nichts zu tun, das Essen fliegt einem ins Maul. Aber das würde auf Dauer uns ermüden und nicht glücklich machen. Es gehört zur Bestimmung des Menschen dazu, etwas Sinnvolles zur Ehre Gottes und zum Wohl anderer Menschen zu tun. Die schöpferische Expansion, das ist eine tiefe Befriedigung, die durch Essen und Trinken und nichts anderes übertroffen werden kann. Es ist schön, selbst gesegnet zu werden. Aber noch viel schöner ist es, von Gott zum Segen für andere gebraucht zu werden. Noch befriedigender. Freilich, das ist angesichts dieser Welt eine große Aufgabe. Und sie scheint ja immer globaler und unmöglicher zu werden für uns. Da werde ich erinnert an Josua. Josua stand auch vor einer so unmöglichen Aufgabe. Er sollte Nachfolger werden von Mose, diesem großen Mann Gottes. In eine Aufgabe hineinzuwachsen, ist ja das eine. Aber die Aufgabe plötzlich zu übernehmen, von einem anderen Nachfolger zu werden, plötzlich in einer Totalverantwortung zu sein, das ist wahrhaft eine Herausforderung. Und Gott spricht zu Josua: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Israeliten gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Er steht vor dem verheißenen Land mit einem verlorenen Volk. Und er soll es hineinführen. Und Josua sagt, das kann ich nicht. Und Gott sagt, das habe ich auch gar nicht behauptet. Unsere Zuversicht gründet nicht in unserer Selbstüberschätzung, sondern der richtigen Einschätzung Gottes. Es mag sein, dass einige von uns solche Herausforderungen gar nicht kennen, weil wir uns mit Pantoffeln es so gemütlich gemacht haben, unser Leben nur noch Herausforderungen enthält, die wir auch ohne Gott gut gestalten können. Ja, wenn wir ehrlich sind, leben viele ihr Christsein so, dass auch nichts passiert, wenn Jesus heute mal nicht auferstanden wäre, weil wir ja doch uns eingerichtet haben in unserem Leben. Dann aber leben wir unter unseren Verhältnissen, unter unserer Berufung. Unsere Berufung ist viel größer als unsere eigenen Möglichkeiten. Ich bin aber nicht Josua, das ist richtig. Aber jede und jeder von uns hat eine Bestimmung und Berufung. Ich kann aber nicht die Welt retten. Schön, wenn du das erkannt hast, dann kannst du den Umweg schon sparen. Du musst nicht den Messias ersetzen, du sollst ihm folgen, du sollst ihn nicht überholen. Aber herausfinden, was deine Möglichkeiten sind. Aber wo fange ich denn an? Wie sagt es Gott so schön? Schritt für Schritt. Und jeder Schritt, den du das verheißene Land einnimmst, das ist das Land, das dir gehört, von Gott geschenkt. Was für ein wunderschönes Bild. Ja, aber über den Jordan gehen steht doch für Sterben. Verheißenes Land steht für den Himmel. Ein großes Missverständnis. Im Himmel wird nicht mehr gekämpft. Im Himmel gibt es auch keine Feinde. Nein, das verheißene Land ist eine Metapher für unser Christsein. Die Herausforderung für Gott, Land zu erobern, Menschen zu segnen, Feinde zu Christen zu lieben, ihnen Gottes Liebe groß zu machen. Wir leben unter unseren Verhältnissen, wenn wir unseren Alltag auch unter Absehung der Gegenwart Gottes gestalten können. Wir sind von ihm getröstet, um stark zu sein. Sei getrost und fürchte dich nicht. Ich will bei dir bleiben. Nie und nirgends weiche ich von dir. Sei still. Ich gebe dir mein Wort. Ich will für dich streiten, dir den Weg bereiten. Denn dein Gott ist mit dir. Lass all deine Sorgen. Hoffe, sei geborgen. Bleib gelassen in
mir. Der Begriff der Gelassenheit kommt aus der Christusmystik, von dem in Gott gelassen sein. Gott hat viel mehr mit uns vor, als wir ahnen. Wir haben viel mehr Zukunft, als wir ahnen. Und wir könnten unsere Vergangenheit viel mehr überwinden und hinter uns lassen, als wir selbst meinen. Über den Fluss treten, ein Schritt. Das Land ist uns schon gegeben. Wir müssen es nur noch einnehmen. Schritt für Schritt. Im Namen Gottes, in seinem Segen. Sei getrost. Lass all dein